Der heutige Gast unserer Ausstellung in Koblenz-Ehrenbreitstein in unserem Kunstraum ist Dorte Göthen. Sie kommt aus Münster, arbeitet schwerpunktmäßig mit Papierschnitten, Papierobjekten. Wir haben die Künstlerin bereits 2017 im Künstlerhaus Metternich gezeigt. Damals das Thema Papier, Packpapier war das exakte Thema. Diesmal haben wir uns für Zeichnungen und kleinere Objekte entschieden. Und das Thema Shifting ist nun mal aktuell. Es geht um Verschiebungen jeder Art. Und das Ganze läuft ab dem 7. Mai bis zum 20. Juni. Ja, Dorte, es wird sicherlich die Frage auftauchen, warum wir das Thema Shifting genommen haben. Also Shifting als Verschiebung, Verlagerung, hat ganz viel mit dem Thema dieser Arbeiten zu tun, einerseits. Andererseits ist es auch ein Thema dieser Zeit irgendwie, aber auch als Fortbewegung und Veränderung. Diese Arbeiten beschäftigen sich noch mal mehr mit der Wiederholung. Das war bei den früheren Arbeiten aber auch so. Es ging viel um den Prozess, um Spiegelungen und dadurch um eine Darstellung der Räumlichkeit dadurch. Du sagst die Räumlichkeit. Das ist natürlich in der Zeichnung etwas schwieriger dann in der Darstellung, die Dreidimensionalität in der Zeichnung. Also ich arbeite ja alles aus der Linie heraus. Ja. Auch bei den kleinen Objekten, die ich angefangen habe zu schaffen, ist es so, dass ich versucht habe, die Linie in 3D zu fassen. Das sind für mich wirklich mehr 3D-Zeichnungen, die sich auch aus meinen zeichnerischen Arbeiten heraus entwickelt haben, als Objekte. Das meine ich ja. Genau, aber fassen die Räumlichkeit wieder anders, so wie die Papierschnitte, die freihängenden, die du eben angesprochen hast, auch. Ich denke den Raum in der Wiederholung tatsächlich, weil indem ich Dinge immer wiederhole, auch Tätigkeiten immer wieder ausübe, auch die kleinen Objekte, also oder überhaupt das serielle Arbeiten oder hier die, indem ich die Gouache-Flecken immer wieder setze, das ist eine wiederholende Tätigkeit, ein Prozess, den ich sozusagen immer wieder auch ausübe, aber dadurch, dass es Verschiebungen gibt, gibt es für mich diese Ebene eines neuen Möglichkeitsraums, das habe ich so bezeichnet, die innerhalb dieser Wiederholung entsteht. So ist es mit allen Geschichten. Man wiederholt Erinnerungen, kann daraus lernen oder nicht, kann damit umgehen in der Zukunft oder es entstehen immer neue Möglichkeiten. Und ich finde auch gerade in dieser Zeit, deshalb habe ich für diese Ausstellung auch diese Arbeiten ausgewählt, finde ich das eine noch mal stärkere Erfahrung, dass die Welt funktioniert auf nicht einmal nicht mehr so, wie ich sie planen wollte oder wie gewohnt oder so, wie auch meine Gewohnheit immer weiter in der Wiederholung so funktioniert hat, sondern es hat sich etwas verschoben und man muss einfach schauen oder ich finde es sehr spannend zu schauen, was ist da passiert, wie kann ich da einen neuen Blick drauf finden und welche neuen Möglichkeiten entstehen dadurch. Ich freue mich, ich hoffe, dass man den Raum tatsächlich betreten kann. Ansonsten denke ich, dass wir über das Video ja eine gute Darstellung für die Besucher haben werden. Vielen Dank auch.